Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo. Heute haben wir German Yu-Gi-Oh! Auf dem Kanal, der ein sehr interessantes Thema mitgebracht hat, denn es passt super zur aktuellen Deckbuilding-Woche, die wir zurzeit am Laufen haben. Er möchte euch nämlich ein paar Tipps geben, wie man relativ schnell ein Deck zusammenbauen kann und euch ein paar Tipps geben, wie man sich am besten die einzelnen Karten besorgt und wie man halt am besten sein Deck so relativ schnell zusammenstellen kann. Mehr möchte ich auch nicht mehr vorwegnehmen. Ich wünsche euch noch gute Unterhaltung bei diesem Video. Willkommen Leute hier zu einem Video, in dem ich euch erkläre, wie man ein sehr gutes Deck in Yu-Gi-Oh! Zusammenbauen kann, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben. An sich gibt es drei Möglichkeiten, wie man sich ein Deck zusammenbauen kann. Ich werde euch jetzt diese drei hintereinander nennen und wo man sie findet und wie man sie findet. Die leichteste und womöglich auch schnellste Möglichkeit, sich ein gutes Deck zusammenzubauen, ist einfach auf YouTube zu gehen. Dort in die Suchleiste klicken, nach Deck Profile oder auch Deckvorstellung suchen, dann landet man auf Kanälen wie zum Beispiel Team Shockwaves oder CreepFanLP, wobei man sagen muss, bei CreepFanLP ist auch eine Playlist angelegt, in der man schauen kann, was es für Decks bei ihm schon gibt und wie diese zusammengebaut werden. Eine andere Möglichkeit ist Google. Google ist natürlich ein Freund und Helfer und man kann viele Deckprofiles auf Google suchen. Zum Beispiel gibt man einfach ein Deckprofile 2015 und findet viele Suchergebnisse. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Dieser Teil ist meiner Meinung nach der wichtigste und den werde ich auch am längsten erläutern, also hört genau zu und falls was ist, spult nochmal zurück, damit ihr euch sicher seid, dass ihr jeden Punkt befolgt. Für den dritten Schritt braucht man ein Programm auf dem Computer. Dieses nennt sich Yu-Gi-Oh! Pro oder auch DevPro. Ich werde euch den Link in die Videobeschreibung packen. Das ist ein Yu-Gi-Oh! Simulator-Spiel, wo man halt auch gegen andere Leute online spielen kann. Das Gute an diesem Programm ist, man hat jede Karte zur Verfügung und man kann diese auch kinderleicht finden über ein Menü, welches ihr ungefähr mittig oder leicht rechts findet, wo ein kleiner Pfeil nach unten ist. Da seht ihr Themes, die ihr auswählen könnt und dann werden euch Karten für dieses Theme gesucht. Nachdem ihr das Theme gefunden habt, müsst ihr ja ungefähr wissen, wie das Deck funktioniert. Ihr lest euch einfach alle Effekte durch und dann sucht ihr euch Karten, die zu diesen Decks passen. Das heißt zum Beispiel, ihr braucht ein Ziehdeck, dann geht ihr oben rechts auf die Effekte, klickt drauf, dann wählt ihr Ziehen aus und links und etwas mittig könnt ihr dann Monster, Zauber oder Fallen aussuchen. Dann werden euch Karten angezeigt, die zum Ziehen führen. Ihr wählt euch einfach dann Karten aus, die eurer Meinung nach die besten für das Deck seien. Und vergesst niemals, macht nicht mehr als 40 Karten ins Deck. Nachdem ihr dann soweit zufrieden seid mit eurem neu erstellten Deck, würde ich es erstmal testen. Und das geht am besten bei einem Ranked Match. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr die ersten 10 Matches verlieren. Das ist aber kein bisschen schlimm. Eure Elo oder halt auch eure Punkte werden halt heruntergesetzt und dadurch werdet ihr auch auf leichtere Gegner treffen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie sich euer Deck dadurch verbessern soll. Ganz leicht, ihr müsst nach jedem Duell eine Karte rein oder raus tun. Ihr könnt es euch aussuchen. Und wenn ihr wirklich 10 oder 20 Matches am Stück gewinnt, dann habt ihr ein ziemlich gutes Deck. Und dann seid ihr in den hohen Elo-Bereichen. Wenn dann Gegner kommen und euch besiegen, ist es nicht weiter schlimm. Aber ich würde trotzdem versuchen, das Deck weiter auszubauen und es zu verbessern. Im bestmöglichen Fall hat euer Gegner das gleiche Thema wie ihr. Guckt euch eure Karten an und vergleicht sie mit euren. Wenn ihr andere Karten drin habt, schaut sie euch an, merkt euch den Namen, sucht sie und lest euch den Effekt durch. Vielleicht kann das euer Deck verbessern. Ihr verliert immer noch? Kein Problem, man kann nicht immer gewinnen. Versucht nach jedem Duell euer Deck ein wenig zu verbessern, dann wird das auch schon. Ach ja, als kleiner Tipp, haltet immer die Augen offen nach neuen Karten. Dafür könnt ihr ins Deckmenü gehen, in der Leiste, wo man sein Deck auswählen kann, dann unter der Rubrik New Card und dort sind alle neuen Karten aufgelistet. Wenn ihr dann soweit zufrieden seid mit eurem Deck, müsst ihr nur noch die Karten kaufen, die ihr dafür braucht. Dafür gibt es zwei Anlaufstellen, einmal yugioase.de und einmal yugiohcardmarket.eu. Bei yugioase.de ist es so, ihr müsst euch erst erkundigen, welche Karten in welchen Boostern vorkommen. Dann müsst ihr diese Booster kaufen. Natürlich ist das sehr glücksbasierend, welche Karten ihr zieht. Eine leichtere und schnellere Variante ist einfach, auf yugiohcardmarket.eu zu gehen und die Einzelkarten zu kaufen, wenn es nur darum geht, euer Deck nachzubauen. Wenn ihr den Spielspaß und das Glück haben wollt, kauft bei Yu-Gi-Oh! Oase zum Beispiel ein Booster Pack. Da habt ihr auch andere Karten, die ihr vielleicht in zukünftigen Decks gebrauchen könntet. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und wenn ihr dadurch ein gutes Deck gebaut habt,
würde ich gerne gegen euch spielen. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Wir sehen uns. Ciao.